Bewusst eine Stunde später als angekündigt trafen sich die Mitglieder zur Generalversammlung der Lagerhausgenossenschaft Christkirchen-Haag. So umgeht man die Wartestunde zur Beschlussfähigkeit. Von den 1024 Eingeladenen fanden sich 89 Mitglieder in der Christkirchner Mangelburg ein, um unter anderem dem Geschäftsbericht zu lauschen. Ja, grundsätzlich geht es darum, wie sich die geschäftliche Entwicklung im Vorjahr dargestellt hat. Und in dem Geschäftsbericht hat sich einfach widergespiegelt, dass im Vorjahr gerade im agrarischen Bereich ein sehr schwieriges Jahr war, da die Ernte eher unterdurchschnittlich war und vor allem die Preise der landwirtschaftlichen Produkte stark unter Druck standen. Gott sei Dank haben wir aber in anderen Geschäftsbereichen, speziell in der Energie und im Marktbereich, Boden gut machen können, dass wir trotzdem nur mit einem einigermaßen zufriedenstellenden Ergebnis durchkommen sind. Ja, wir können festhalten, dass wir die letzten drei Jahre eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung haben, gesundes Wachstum, und ich halte nichts von großen Bocksprüngen, möchte sagen, sondern Kontinuität ist angesagt, und über das richtige Sortiment und den guten Mitarbeitern wollen wir diesen Weg auch in die Zukunft weiter vorgehen. Wichtig für das Lagerhaus ist es in Zukunft, vermehrt neue Kundengruppen anzusprechen oder das Erscheinungsbild nach außen. Ich glaube, wir haben es in der letzten Vergangenheit eigentlich schon bewiesen, solche Veranstaltungen wie der 12-Stunden-Lauf in Christkirchen, Ride of Life. Also in diese Richtung wollen wir gehen, dass wir auch in der städtischen Bevölkerung mehr Bekanntheit bekommen. Was wir aber auf der anderen Seite auch stark betreiben wollen, ist, dass wir neue Kundengruppen in unser Lagerhaus bringen, und speziell im Bereich Markt, der in Christkirchen sehr gut angenommen wird und ich denke sehr engagiert geführt wird, wollen wir einen Schwerpunkt hineinlegen, und natürlich auch im Baubereich, wo wir ein gutes Dienstleistungsangebot bieten können, dass wir da stärker werden und unseren Kunden einen entsprechenden Service bieten können. Dazu passte thematisch das Referat über die Entwicklungen der Genossenschaften. Ich habe dann versucht, den Bogen zu spannen über die Entwicklungen, die es in der Landwirtschaft aus heutiger Sicht gibt. Wobei gerade der Energiebereich ein sehr wesentlicher ist, den ich dann als dritten Punkt noch versucht habe, ein bisschen zu erläutern. Ein Punkt auf der Tagesordnung war die Wahl des neuen Vorstands und des Aufsichtsrates. Nach einer vierjährigen Funktionsperiode werden der Generalversammlung neue Vorschläge unterbreitet, die zumeist einstimmig angenommen werden. Wir sind bei der Genossenschaft, Lagerhausgenossenschaft hier in Christkirchen-Haag, sehr engagierte Funktionäre tätig. An der Spitze im Obmann Johann Stockinger, und die Wahl, das eindeutige Votum ist ein entsprechender Vertrauensvorschuss für seine Wiederwahl und für seine zukünftige Arbeit. Und ich wünsche ihm, dass er einfach den Elan auch weiterhin hat und den für die Genossenschaft entsprechend einsetzt. Zum Abschluss noch eine Erklärung, was das Lagerhaus macht, welche Rolle es nicht nur in der Landwirtschaft spielt. Das Lagerhaus ist vor allem einmal für ihre Mitglieder eine Genossenschaft, die dazu gegründet worden ist, um den Bauern entsprechend in ihrer Geschäftstätigkeit Unterstützung zu geben. Das ist das vorrangige Ziel. Damit wir aber flächendeckend bleiben können, haben wir uns verschiedene Sparten dazu genommen, die im ländlichen Raum sehr gefragt sind, wo wir inzwischen sehr kompetent sind. Wir sind für die Landwirtschaft die Nummer eins, wir sind ein ordentlicher Baumarkt, wir sind ein Baustofflieferant, wir sind vor allem stark auch im Energiebereich. Und in diesem Mix bewegen sich fast alle Genossenschaften.